Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum neuen Shop Review hier auf meinem Kanal. Es kam jetzt noch mal ein neues Item, das mit dem Update reinkommen wird. Gestern wurde ja nur der heiße Sohle bzw. The Floor's Lava Limited Time Mode angekündigt und jetzt wurde auch noch die Giftfalle angekündigt. Im heiße Solo Limited Time Mode muss man sich ja eine möglichst hohe oder eine vorteilhafte Position suchen und ihr über Lava hinwegbauen. Und jetzt ist nochmal zusätzlich eine Giftfalle da. Sieht auf jeden Fall interessant aus, jemand in diesem antiken Stil. Passt ja auch mit so Tempel, da war der auch oft Giftfallen und so. Ich kann mir vorstellen, dass so ähnlich wie die Deckengasfalle in Rettet die Welt wird. Das heißt, dass man ein paar Sekunden an Ticks bekommt und dann. Und dass die auch ziemlich direkt auslöst und dann irgendwie insgesamt pro Tick so 20 Schaden macht oder so. Und man kann sie immer nicht mehr loswerden. Könnte ich mir auf jeden Fall ganz cool vorstellen. Mal gucken, wie die Falle wird. Ob es nur eine Bodenfalle wird. Ich glaube, dass es Boden, Wand und Deckenfalle wird. Auf jeden Fall gucken wir jetzt einmal in den Shop rein. Und ich würde sagen, wir beginnen hier auf der rechten Seite. Da haben wir die Eiszapfen-Spitzhacke. Ist auf jeden Fall eine sehr coole Spitzhacke. Hat auch einen coolen Effekt so zum Schwingen. Und auch mit dem Eis, das dann vorne so absplittert, ist das auf jeden Fall cool. Haben wir hier den Windig-Emote. Auf jeden Fall ein extrem witziger Emote irgendwie. Aber man braucht dazu auch einen vernünftigen Skin. Beim Tryhard-Skin sieht das einfach nur unglaublich dumm aus. Und seit es wie den Fisch-Skin hat, dann sieht das schon tausendmal besser aus. Ist auf jeden Fall ganz nett. Ich denke, den könnte man sich auch kaufen. Habe ich hier den Trooper-Skin. Wenn euch solche im Prinzip No-Skins gefallen, dann könnt ihr die natürlich kaufen. Für mich wäre da jetzt nicht zu Spezielles und ich mag den Charakter auch nicht unbedingt extrem gern. Dann habe ich hier nochmal den Süßkram-Gleiter. Der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus hier mit dem Zucker, der überall drüber ist. Und ich hätte ihn mir irgendwie eher nicht gekauft, weil es auch ein 800 V-Bucks-Gleiter ist. Und ich finde, das ist es nicht wirklich wert. Dann haben wir hier den Rift Ranger. Ist auf jeden Fall eigentlich ein ganz cooler Skin. Nur ich finde, der hat eigentlich ein bisschen zu wenig für 1500 V-Bucks. Weil er immer nur den Anzug hat mit der Tauchflasche und der Brille. Mehr ist dann aber auch nicht am Skin dran. Der Lama-Glocken-Emote ist auf jeden Fall ganz cool. Hat einen coolen Beat. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann habe ich hier die Mathe-Lehrerin. Ist ein ganz netter Skin, definitiv. 1200 V-Bucks Skin dafür auch klar. Ja, kann man sich, denke ich, mal kaufen. Ist aber eher Geschmackssache. Allerdings ist es auch so ein leichter Tryhard-Skin. Habe ich hier Mathematik-Spitzhacke. Ist jetzt nichts allzu Spezielles eigentlich, aber denke ich, ja, kann man sich trotzdem kaufen. Wäre jetzt aber nicht so mein Favorite. Habe ich hier das Papierflugzeug und das finde ich da schon viel, viel cooler. Weil es einfach ein gefaltetes Blatt Papier ist und das einfach etwas sehr Extravagantes ist, was es so noch nicht gibt. Deshalb denke ich mal, dass man sich das ganz gut kaufen kann. Habe ich hier die Halloween-Skins, also die Clown-Skins. Die haben hier auch zwei Stile. Einmal mit dem Kopf und einmal ohne Kopf. Ich mag immer Clown-Skins nicht ganz so und deshalb würde ich mir sie auch nicht kaufen. Allerdings ist es bei Clown-Skins immer so eine Entscheidungssache. Ich finde, der hier ohne Kopf geht sogar. Und beim Backpack ist ganz cool, dass das ein bisschen höher als der Kopf ist. Und dadurch, wenn man dann ein Pik-Duell hat, kann es manchmal sein, dass der Gegner dann denkt, der Ballon hinten wäre der Kopf und dann eben halt daneben sozusagen schießt. Kann manchmal echt praktisch sein. Das war's auf jeden Fall mit dem Battle Royale Shop. Dann switchen wir nochmal schnell rüber in den Rettet die Welt Shop. Waren wir gerade aus dem Vollbildmodus rausgegangen? Das weiß ich auch nicht. Gucken wir mal hier in Item Shop: Waffenlama. Nichts Spezielles. Da kommt eigentlich nur Trash raus. Upgrade Lama ist eigentlich schon wieder fast besser.
Im Gegenstandsshop hat sich ja nichts geändert. Boardshop ja auch nicht. Allerdings wird ja heute mit dem Update, das um 10 Uhr übrigens kommt, das Frühlings-Event beginnen. Mit den Piraten und so. Und darauf werde ich euch, euch auch noch auf dem Laufenden halten. Und das war's jetzt mit dem Video. Wenn euch meine Videos hier gefallen, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.